Und so beginnt ein weiterer Tag in Gnissis im Dienste der Kaiserlichen Legion. Das gefällt mir viel besser, als ich es erwartet hatte. Dass hier der Kaiserlichen Legion zu dienen, das ist in gewisser Weise viel befriedigender, als der Kriegergilde zu helfen. Denn hier haben wir gerade der ganzen Stadt geholfen. Wir haben die Eiermine, auf der viele der Bewohner der Stadt sich für ihr Einkommen verlassen. Die haben wir gerettet. Wir haben die Königin, die da fest verseucht war, geheilt. Und wir haben einen korrupten Legionär enttarnt und umgebracht. Und wir haben einer Witwe einen Abschluss gebracht, sozusagen, dadurch. Also das ist richtig cool hier. Ja, außer für dich, denn du liegst immer noch hier im Dreck in deiner super weißen Unterhose. Na gut, hättest dich halt nicht mit mir anlegen sollen. Ja, dann wärst du noch am Leben. Leg dich nicht mit der Legion an. Ja, okay. Damals war Alastor noch kein Mitglied der Legion. Kein Soldat der Legion bin ich nämlich, glaube ich, jetzt. Und, naja, trotzdem keine Entschuldigung. Da ist mein kaiserlicher Kettenharnisch, den kannst du wieder haben. Den brauche ich nicht, ich habe ja jetzt meine super tolle Rüstung. Ja. Guck dir das mal an. Ein Flickenteppich. Totaler Flickenteppich, aber habe ich einen Rock an? Sieht ein bisschen so aus. Na gut, wollen wir mal schauen, ob du was Neues für mich hast. Und euch mag ich. Wunderbar, ich mag dich auch. Dich und deine Legion. Ich würde gerne eine Aufgabe von dir bekommen. Sofern ich finden kann, wo das hier ist. Dienste? Nein, nicht Dienste. Beförderung? Befehle. Ja, ich brauche einen Soldat, um den vermissten Madura Serran zu finden. Wer ist das? Ich habe einen Bericht von Alt Veloti, der besagt, dass eine von ihnen, Madura Serran als Geisel in einem Aschländerlager Geächteter südlich ihres Dorfes festgehalten wird. Geht dorthin, um sie an einen sicheren Ort zu eskortieren. Alt Veloti. Es liegt nördlich von hier der Küste entlang. Und südlich davon ist ein Aschländerlager, also ein richtiges Dunkelelfen-Hinterwäldlerlager, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem die als Geisel festhalten. Ja, mehr Informationen bekomme ich hier anscheinend jetzt nicht, was die Frau genau da gewollt hat. Oder der Mann, ich bin mir nicht sicher. Und ich kann auch hier nicht nachfragen bei keinem von euch. Okay. Schauen wir einfach mal ins Tagebuch. Ja. Der Name des Pilgers. Okay, ein Pilger. Ist Madura Serran. Serran kommt mir sehr bekannt vor. Okay, dann werden wir einfach mal gucken. Werden wir einfach mal rausgehen und uns orientieren. Und dann nach Norden laufen, entlang der Küste. Vorher werde ich vielleicht noch ein bisschen was loswerden müssen. Ja, wobei, das geht eigentlich noch und ich bin auch kurz vor einem Level. Da werde ich dann wieder Stärke erhöhen, also dann, ja, zögern wir das Verkaufen weiter heraus. Das ist ja eine meiner Lieblingstaktiken. Herauszögern von Dingen. Ja, du hast nicht gezögert. Und siehst du, was es dir gebracht hat? Jordan. Armer Jordan. So, wenn ich von hier nach Norden will. Ach, da will ich hin. Ja, das hast du markiert. Das ist super nett. Nach Alt Veloti. Also muss ich einfach hier nach Norden laufen. Vielleicht über das Gebirge hinweg hier? Also das wird kein Problem. Nein, das wird kein Problem. Mein Charakter kann schweben. Ja, habe ich schon fast vergessen. Wir schweben einfach jetzt da über den Berg. Das ist mein Plan. Er hat nichts gesagt von einem Schlickschreiter, also gehe ich davon aus, dass sie nicht funktionieren, dass das so eine kleine Siedlung nur ist da im Norden, zu der ich nicht einfach hinreisen kann. Und da ich mich in dem Spiel wirklich kaum auskenne, habe ich auch keine Ahnung, was da in der Nähe sein könnte. Und wir haben auch lange keine Wanderung mehr unternommen. Ja, Wandern ist gut. Wandern macht schöne Beine. So, Levitation ist nicht der Zauber, den ich suche. Ich will schweben. Und? Ja, so soll das sein. Guter Soldat. So macht man das. Haha, wie wunderbar. Dabei dachte ich, erst ab den Offiziersrängen kann man wirklich schweben, wenn man in der Armee ist, oder? Die gehen doch auf Wasser. Die Leute, die Unteroffiziere und Offiziere. Und da war es vorbei mit dem Schweben. Aber super schön hier, ja? Und ich bin doch schon fast da, ja. Kleiner Morgenspaziergang. Mehr ist das nicht. In vollem Gepäck und voller Rüstung. Was haben wir da vorne? Das sieht so ein bisschen... Eine Ratte!
Böse Ratte, stirb! Ja, du hast mich nicht mal wahrgenommen. Okay. Hätte ich vermutlich auch nicht, wenn mich jemand so mit einem Pfeil beschießt. Kommst du da drüber? Nein, oder? Das gefällt mir. Na komm. Ich muss meine Bogenfähigkeit trainieren. Stell dich nicht schwer... Ja, okay, so ist gut. Mach's nicht unnötig schwer für dich. Ja, da war doch noch einer von euch, da oben. Wow! Der ist doch vor Schreck umgefallen. Den hab ich nicht erschossen. Der ist hier runtergefallen. Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ich bin mir total sicher. Ja. Denn wenn ich was damit zu tun gehabt hätte, wäre das ja ein super Schuss gewesen. So wie der jetzt. Da, nimm das! Ach du meine Güte. Hör auf, dich zu teleportieren! Ja, du hast mich bemerkt. So ist gut. Guter Höllenhund. Komm her, komm zu Papa. Na komm. Du kannst doch nicht in dem Stein hängen bleiben und dich dann nicht... Ach. Jetzt hat er sich anscheinend nochmal anders überlegt. Der Kerl trifft mich ja sowieso nicht. Dann bleibe ich auch stehen. Und ich fange jetzt an, die Leute hier abzumetzeln. Ja, die friedlichen... Luftquallen oder was du bist. Ja, du bist tot. Du hast mich belästigt durch deine Anwesenheit. Du hast meine Inkompetenz gesehen, genauso wie du. Ihr müsst alle sterben. Für das schwere Verbrechen, mich gesehen zu haben, müsst ihr sterben. Ja. So, wir gehen weiter nach Norden. Vielleicht laufe ich ja direkt an diesem Aschländer. Das sieht eher aus wie eine... Ah, guck mal da. Ah, das war ein Treffer. Volltreffer, zwischen die Augen war das. Ja. Das Spiel ist nur zu bockig, das anzuerkennen. Was haben wir denn hier? Steinblumen, die ernte ich natürlich ab. Dann schauen wir nochmal nach, wie ich speichere, bevor das hier in die Hose geht. Muss man immer mal machen, jede Woche mindestens einmal. F5. Und dann gehen wir da rein. Ja, dann gehen wir da rein. Haben wir lange nicht mehr gemacht. In die Lervuanengruft. Okay, und ich glaube, wir gehen doch gleich wieder raus, wenn es so weitergeht hier. Na komm. Der hat, glaube ich, meine Stärke abgezogen. Ah, jetzt bin ich ganz knapp vom Level ab. Aber der Debuff ist schon wieder weg. Okay, der Debuff ist schon wieder weg. Knochenläufer, Drecksack. Was haben wir hier? Eine Rolle des schwarzen Hohns. Ja, nehmen wir mit, können wir verkaufen im Notfall. Ein Eisendolch, kein Interesse dran. Was haben wir hier? Eine kleine Kiste mit einem grausamen Ring des Feuerstrahls. Natürlich, nehme ich mit. Achso, wo wir schon bei Buffs waren eben. Ich habe hier maximalen Magiewert festigen um 0,2 mal Int. Das ist durch eine Mod auch. Durch Leveled Magicka heißt das. Und dadurch bekomme ich, ich glaube, pro Level 4% mehr Magie. Also mehr Magiewert. Und das ist halt auf Level 6 anscheinend... Eigentlich müsste es 0,24 sein. Aber wahrscheinlich geht es nur auf eine Stelle. Kriege ich ein bisschen Magie dazu. Und das ist einfach dafür, dass ich es ein bisschen leichter habe. Ja, seien wir doch ehrlich. Nein, abgeschlossen. Jetzt werde ich das nicht besser verschließen, sondern jetzt werde ich es öffnen. Pass auf, ja. Das ist 50. Habe ich nicht noch ein schwächeres? So ein Öffnen. Naja, sowas brauche ich mit Öffnen. Ich muss mehr Öffnungszauber noch kaufen. Ich kann nicht immer den da benutzen. Schon gar nicht, wenn er nicht funktioniert. Ja, das ist übel. Okay. Was tun wir da? Ich will da jetzt nämlich rein. Ja, okay. Ich will da... Was? Es befinden sich Feinde in der Nähe? Das ist eine Frechheit, ist das. Ich will doch nur in die Tür da rein. Wir rasten. Ja, ich raste. Es ist nicht einfach, so eine Arschländerin zu finden. Nein, es ist nicht. Okay.
Ein neuer Gegner. Wahrscheinlich bist du durch die Tür gegangen, hast die Tür verschlossen. Und den Schlüssel wieder unter der Tür durchgeschoben, damit der Nächste gleich auch rauskommen kann und mich dann ärgert, nachdem ich das nächste Mal gerastet habe, weil ich es wahrscheinlich wieder nicht hinbekomme. Meine Chance ist 49%, also die Hälfte, komm. So muss das sein. Dann können wir gleich auch nochmal eine Stunde rasten, um das Level up zu machen. Denn von nichts kommt nichts. Ich nehme auf jeden Fall Stärke. Konstitution ist ein hoher Boni oder Bonus. Und dann denke ich fast, also Schnelligkeit wäre natürlich eine coole Geschichte. Mehr Intelligenz, immer gut. Mehr Willenskraft. Geschicklichkeit habe ich sträflich vernachlässigt. Glück könnte man auch mal wieder steigern. Ich denke, ich steigere Glück. Ja, wir steigern Glück. Warum nicht? Glücklicher Mensch ist ein zufriedener Mensch. Speichern wir das Spiel. Hat gar nicht viel Mana gekostet diesmal. Wahrscheinlich liegt das auch daran hier, dass sich das jetzt verbessert hat. Aber na guck. Was bist du? Auch nur ein Knochenläufer. Vor euch muss ich ja keine Angst haben. Ne, vor euch muss ich keine Angst haben. Und der Debuff ist schon wieder weg. Im Kampf war einer da, aber sobald die Kerle sterben, scheint er zu verschwinden. So, was habe ich hier jetzt gewonnen? Eigentlich nichts. Das war total das lächerliche Ahnengrab. Das Schwierigste war noch die Tür. Ja, das Schwierigste war die Tür, okay. Aber gut, wir haben es gemacht. Ich habe ein ganzes Ahnengrab leergeräumt. Und es hat nur einen Tag gedauert, ungefähr. Also gehe ich weiter nach Norden. Ich müsste ja bald da sein. Was haben wir denn hier? Irgendwas greift mich auch an. Ach, hallo. Du kleiner hässlicher Wurm. Ich bin Level 7. Du hast keine Chance. Keine Chance. Nicht die geringste. So, dann wollen wir mal schweben. Na komm, ich sagte, wir wollen schweben. Dann schweben wir hier rüber. Ich hoffe, das reicht. Ja, schweben wir besser nach hier. Das ist, glaube ich, kürzer. Kann ich vielleicht einen von euch da hinten noch abmurksen? Ja, das ist mir ein Bedürfnis. Die Welt von euch Höllenhunden zu befreien. Da links ist auch noch... Erstes Mal, ja? Erstes Mal, dass das funktioniert hat so richtig. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich gleich 20 oder 30 Pfeile in den Reihen pumpe, wie sonst, aber nein. Ist bestimmt das Level 7, ja. Ich muss unbedingt was für meine Geschicklichkeit tun. Da ist eine Frau und da ist ein halb unsichtbarer Kerl. Du bist freundlich? Lasst mich in Ruhe, Fremdländer. Okay, du siehst auf jeden Fall super cool aus. Das ist, glaube ich, der Chamäleon-Effekt. Und was ist mit der Frau da unten? Ich bin neugierig. Ja, ich muss das wissen. Eine Zwergenruine da im Hintergrund? Sinette Jeline. Hat ein hübsches Gesicht. Kein Makel dran. Makellos. Ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Teilt eure Gedanken mit mir. Ja, natürlich. Hallo ihr. Ich hoffte, ein schöner junger Mann wie ihr würde vorbeikommen. Ob ihr wohl die Güte hättet, einer Dame in Nöten zu helfen. Aber natürlich, mit so einem engelsgleichen Gesicht, da kriegst du meine Hilfe immer. Mir ist mein Ring heruntergefallen und ich kann ihn nicht finden. Er muss wohl hier reingerollt sein, aber ich kann jetzt nicht hinein, weil ich in Gnissis erwartet werde. Die Sache ist die, dass ich eine Tänzerin bin. Eine Tänzerin? Also auch noch fit? Da kann ich doch wohl nicht nach ekligem Moder riechen. Würdet ihr so freundlich sein und ihn mir herausholen? Das Wasser ist nicht sehr tief und ich wäre euch sehr dankbar. Natürlich, ich kann dir helfen. Ich will dir helfen. Noch nie hat mich eine Quest glücklicher gemacht und direkter angesprochen. Was ist mit dir? Ich mag dich nicht. Geh weg. Die Frau ist mir. Wer auch immer du bist. Ich tauche für die im Matsch, ja?
Na du? Da ist der Ring. Ein teurer Keine Ring. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Nein! Ich hab's doch gewusst. Ihr seid alle böse. Her mit meinem Streitkolben. Und dann gibt's einen... Erst die Frau. Du bist schuld. Au. Ja, ich hab dir unter den Rock geguckt, während du gestorben bist. Das muss demütigend gewesen sein. Ihr Envar! Ja. Still! Dich krieg ich auch noch. Einfach... ja. Super. Also, ihr seid tot und ihr habt's nicht anders verdient. Her mit dem Gold. Her mit... dem Amulett der Schatten. 80% Chamäleon. Das ist ein Hammer. Du hast mir Pfeile mitgebracht. Damit kann ich wieder Höllenhunde umschießen. Und was hast du mir hinterlassen? Du hast mir einen grausamen Viperstern. Ja, und ich nehme deinen Rock. Ja, das hast du davon. Hättest du nicht machen sollen. Jetzt habe ich dann... schöne Unterwäsche. Viel zu schöne Unterwäsche für dieses Spiel. Ich guck mal lieber weg, ja? Musst schon zurückspulen, wenn du es sehen willst. Ich habe genug davon. Also, hier geht's nach, wie auch immer das Kafka hießen hat. Alt-Veloti. Das heißt, ich werde da einfach mal hinreisen. Tch, haben die mich überfallen. Ich habe den Hinterhalt sogar gesehen. Ich habe sogar den Kerl vorher gesehen. Oder die andere Frau, je nachdem. Was die für Geschlechter hatten. Sehr, sehr ärgerlich. Die schöne Tänzerin. Und das geht jetzt hier wirklich... habe ich vielleicht das Dorf gefunden? Die Aschländer-Siedlung? Nee, es sind Steine. Keine Zelte. Ich dachte, das wären Zelte hier. Oh mein Gott. Ich muss in die Stadt. Ich muss mich hinlegen. Das geht ja so nicht weiter. Aber ich sehe dich da vorne im hohen Gras. Du hast keine Chance. Ich sagte, du hast keine Chance. Ja, okay. Du hast eine Chance. Du bist cool, du bist toll, ja. Da, her damit. Her mit deinem Fleisch. Ich will dein Fleisch essen. Tja, Wegelagerer. Aber immerhin, die hatten eine ordentliche Menge an Gold dabei. Und ich laufe hier in die richtige Richtung, gut. Ein Leuchtturm. Und eine riesige Festung nebenan, eine verlassene Ruine. Könnten wir auch nochmal vorbeischauen? Mal sehen. Oh, hallo. Klippenläufer. Ich hatte schon fast vergessen, dass es euch in diesem Spiel auch gibt. Ja, ein Fehler, den ich nie wieder machen werde wahrscheinlich. Kaum hat man mal ein paar Folgen Ruhe von euch, schon taucht er wieder auf. Hallo. Meine Güte, du bist aber bestückt von der Natur, also das gefällt mir. Ein kleines Fischerdorf ist Alt-Veloti. Ich suche eine Pilgerin. Einige schurkische Aschländer haben ein kleines Lager südlich des Dorfes. Dorthin haben sie sie gebracht. Such das Lager hinter dem beleuchteten Baum oben auf dem Hügel. Beleuchteter Baum, ist der da? Ich mach das noch heute Nacht. Ja? Vielleicht artet das ja in Gewalt aus.